Endlich ist er da, der große Tag für Lady Gabriella Windsor und Tom Kingston. Auf Schloss Windsor geht das Paar den Bund fürs Leben ein. Wie sehr sich die 38-Jährige darüber freut, ihrem Tom endlich das Ja-Wort zu geben, das steht der hübschen Blondine ins Gesicht geschrieben. In ihrem wunderschönen Brautkleid ist die 38-Jährige der unbestrittene Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Statt auf Glitzer und auffällige Details setzt Lady Gabriella auf ein zartes Spitzenmuster und klassische Eleganz und landet damit einen echten Volltreffer. Ein besonderer Hingucker ist auch ihre meterlange XXL-Schleppe. In ihrem Traumkleid aus weißer Spitze kommt die Silhouette der hübschen Blondine perfekt zur Geltung. Im Arm ihres Vaters lächelt Lady Gabriella in die Kameras. Ihre Liebe zelebrieren die beiden im kleinen Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zu ihrer romantischen Traumhochzeit sind rund 100 Gäste gekommen. Unter die Hochzeitsgäste mischen sich auch einige Mitglieder der britischen Königsfamilie, wie die Queen, Prinz Harry und Beatrice von York. Lady Gabriella ist immerhin die Tochter des geliebten Cousins ersten Grades Michael Kent, der Queen. Die Wahl der St. George-Kapelle ist auch kein Zufall. Immerhin haben sich im vergangenen Jahr gleich 2 royale Paare dort das Ja-Wort gegeben. Im Mai feiern Herzogin Meghan und Prinz Harry dort ihre Traumhochzeit und auch Eugenie von York und ihr Jack Brooks Bank haben sich dort das Ja-Wort gegeben.